Sebastian is a really interesting character and a great driver. Seb's ability to focus on exactly where the problem is, how to go fast, no matter what's happening around them, is really incredible. He's a team player, but he's also got a killer instinct, and he knows how to be at the front of the pack. You know, I look up to him as an extremely good racing driver, and he's achieved so much that it's nice to be around someone like him, but also he's a great person. He's a bit like an older brother or a father figure sometimes. So. Ja, ich kann das gut verstehen, wenn die Leute sagen, dass ich ein bisschen böse bin und so. Aber wenn ich hier an der Strecke bin, ich fokussiere mich 100% auf meinen Job. Das ist nicht wie ein normales Arbeit für mich. Ich will gewinnen. Und wenn ich nicht gewinne, dann ist kein guter Tag. Sebastian Buemi. Plötzlich bekommt er nochmals die klitzekleine Chance auf den Titel im letzten Rennen. Jetzt muss er liefern, die eine schnelle Runde. Sonst ist es aus. Vor 5 Jahren, ich wusste nicht, ob es eine richtige Entscheidung war, in der Formel E einzusteigen. Ja, ich habe jetzt mittlerweile ziemlich viel gewonnen. 2016 bin ich Meister geworden. Erfolg für mich und ich kann mich das gut erinnern. Es war wirklich unglaublich. Ich bin sehr zufrieden. Meisterschaft ist viel größer geworden und ich bin jetzt sicher, ja, das war die richtige Entscheidung. Ich habe ziemlich viele Probleme gehabt diese Saison. Viel Pech, viel, nicht Unfälle, aber technische Probleme. Und wir haben damit natürlich sehr viele Punkte verloren. Buemi verbremst sich und fährt in die Wand. Buemi beschädigt seinen Wagen, fällt zurück auf Platz 3. Und Sebastian Buemi gibt das Rennen auf. Keine Punkte für ihn. Oh, wieder ein Ausfall von Sebastian Buemi. Buemi draußen in der Box. Sebastian Buemi führt das Rennen von Paris also an. Aber jetzt schon nicht mehr. Und Buemi wird langsamer. Jetzt biegt er gar in die Boxengasse ab. Das sieht nach einem Reifenschaden aus. Ja, ich fühle ein bisschen Druck natürlich, aber ich glaube, momentan ist dieser Druck ziemlich positiv. Es pusht mich einfach, mich zu verbessern. And I think what the fans really like is they like good racing at the end, you know. Thank you. Ja, New York ist für uns Saisonfinale. Es gibt 2 Rennen.
Und die letzten zwei Rennen in Berlin und Bern sind gut gelaufen für uns. Zweimal Podest, einmal Pole Position. Dafür ist es für uns wichtig, weiter im Rhythmus zu bleiben. Den Titel ist immer noch möglich, aber ich bin realistisch und ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig wird. Aber in der Formel E, man weiß nie. Willkommen in New York. Im Schatten der Brooklyn Bridge findet das Saisonfinale statt in der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft mit einem Doubleheader, mit zwei Rennen in Folge heute und morgen. Man sieht wirklich nur der Fahrer immer, aber ein Fahrer ohne ein gutes Team, ein gutes Auto, kann kein Rennen gewinnen, auch wenn er der beste Fahrer ist. In der Formel E, man hat keine Telemetrie. Das heißt, unser Team und Ingenieur können nicht wirklich alles live gucken. Und dafür ist es sehr wichtig, dass ich so viel wie möglich, also so viele Details wie möglich gebe, weil das macht einen großen Unterschied nachher. Man kann uns verbessern und natürlich in die Details gehen. Alle Autos sind so nah zusammen, dass zwei Zehntel kann einen sehr großen Unterschied machen. Yeah, Sebastian is a really interesting character and a great driver. From the outside, he looks very steel-faced, very tough, very almost like he's angry all the time. But he is, on the inside, he's one of the most funniest guys in the team. He's always willing to have a good laugh and always push the team. So his character of wanting to win, but also just being a nice, fun person is really important for the team. And he creates a great ambiance within the group. Briefings sind für uns sehr wichtig. Das heißt, man muss auf einer Runde so schnell wie möglich sein, aber das ist ein anderes Setup wie im Rennen zum Beispiel. Im Rennen, man muss sehr effizient sein und dafür, man bespricht das nachher alles im Briefing. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Qualifying für die 12. Runde. Spitzt sich jetzt das Ganze auch zu. Buemi übernimmt die Spitze. Fantastisch. Aber relativ knapp. Wir sind jetzt gespannt darauf, ob Sebastian Buemi eine Runde ohne Fehler gelingt. Mit Wehrlein geben. Wie verläuft diese Super Bowl? Schnellster, diesmal kein Fehler in Sektor 3. Pole Position für Sebastian Buemi im vorletzten Rennen dieser Saison. Sebastian Buemi wird aus der Pole Position in das vorletzte Rennen steigen. Very happy. Good. I was in your garage all day. Guys, give me down, please. All the details. I need you in the race then, in the garage. Yes, I'll be there. Thanks. For sure. Die Fans sind natürlich immer wichtig für unseren Sport. Ohne Fans gibt es keine Formel E. Ja, Sanae, sie ist mein größter Fan. Also, sie kommt an fast alle Rennen. Und ich finde das geil. Also sie hat jetzt ein Pass von mir bekommen. Sie kann hier im Paddock sein. Sebastian Buemi is very kind. He is very fast, so I'm following him. What do you think? Is he gonna win today? Yes, of course, I think so. Das ist die Skyline von New York. Die Kulisse für das vorletzte Rennen. Und wir haben einen Schweizer aus der Pole Position, Sebastian Buemi. Ja, vor dem Rennen
Ich probiere nicht auf dem Grid zu bleiben, sondern im Garage. Ich habe das lieber hier im Garage über meinen Start zu bedanken, über die Strategie. Und dann 10 Minuten vor dem Start bin ich hier auf dem Grid. Man ist nachher ein bisschen gewohnt, dass es so viele Leute gibt. Also ich gebe ein paar Interviews, ein paar Bilder, aber danach, ich bin da, aber ich bin eigentlich nicht da. Ich bin wirklich nur auf meinen Job konzentriert. Und speziell, wenn man auf Pole Position steht, es ist nicht so einfach, weil es gibt so viele Leute, die etwas von mir wollen. Ich sitze im Auto und dann niemand kann mit mir sprechen, nur mein Ingenieur. Seb's ability to focus on exactly where the problem is, how to go fast, no matter what's happening around them, is really incredible. Hier fliegen wir nun über die Aufstellung mit der ersten Startreihe, die aus Sebastian Buemi besteht und Pascal Wehrlein. 3 Punkte hat Sebastian Buemi schon errungen. I would say we are lucky to have probably one of the best drivers in Formula E. Achtung, Lichter an und Start ist freigegeben. Sehr guter Start von Buemi. Buemi an der Spitze hat sich jedoch nicht absetzen können von Alex Lee. Aber jetzt spitzt sich also der Kampf an der Spitze zu. Was ist mit Lin? Lin fällt zurück, der ärgste Konkurrent für Buemi ist weg. Aber Achtung, jetzt kommt die Situation mit Sims. Der hat den Attack-Mode und der jagt jetzt Buemi. He's a team player, but he's also got a killer instinct and he knows how to be at the front of the pack. Wir schauen wieder nach vorne. Sebastian Buemi kann sich leicht absetzen von Sims. Yes! Doug Evans hat Position 2 übernommen. Und wir freuen uns in der Zwischenzeit über den Sieg von Sebastian Buemi, der damit einen Sprung macht in der WM nach vorne. Und diese WM ist noch nicht entschieden. I'm so happy. Danke. Heute ist ein unglaubliches Tag für uns. Wir haben endlich wieder ein Rennen gewonnen. Erstes Sieg für Nissan in der Formel E. Ich bin ja sehr zufrieden. Ich habe sehr lange und hart gearbeitet. Pole Position und Sieg. Also man könnte nichts Besseres erwarten. Also he's a great person, you know. We have great banter, we have a really good relationship and yeah, just a top guy. You know, I think a lot of people don't quite see the Sebastian Buemi that we do. Sebastian is a very, very good driver, one of the top drivers of the world. For me, it has been a pleasure fighting him the last 5 years of Formula E. We have had very strong moments together, a lot of fights. One time I won the championship, the other time he won. Die Briefing heute könnte blöd aussehen, weil man glaubt, ja, man hat gewonnen, was sollen wir besser machen? Aber es gab viele, viele Probleme noch. Die Ingenieure und Mechaniker werden etwas essen jetzt und dann zurück bis ungefähr heute Abend um 12 werden die noch an der Strecke sein. Ich bin schon wirklich am Denken für morgen. Ich will mein Auto und mein Team noch verbessern für morgen, weil es gibt noch viel zu tun morgen und viele Möglichkeiten auch wirklich.
kurz zusammengefasst, sollte Sebastian Buemi nicht in die Super Pole Session vordringen, fällt er schon einmal aus dem Kampf um die Weltmeisterschaft heraus. Ja, ich spreche ziemlich oft mit meiner Familie, meinen Söhnen und meiner Frau. Sie sagt mich immer die gleichen Sachen, aber ich mag das zu hören. Sie beruhigt mich ein bisschen vor dem Qualifying. Ja, es ist ein bisschen wie eine Tradition. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber Ritual eigentlich. Qualifying ist sehr schwierig in der Formel E. Man hat nur eine Runde, eine Chance. Und ich probiere nach dem freien Training an etwas anderes zu denken. Also ich mache mein Debriefing, mein Briefing fürs Qualifying. Und dann ich probiere mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Mit meiner Familie zu reden oder mit Mechanik, aber nicht auf dem Qualifying. Weil wenn man zu viel überlegt, dann ab und zu macht man auch mehr Fehler. Was macht Buemi? Buemi ist der schnellste, Evans zweitschnellster. Also Buemi mit einer 1:10.003. Ich habe mich sofort gedacht, das ist nicht genug. Es hat mindestens ein Zehntel gefehlt. Und dann auf einmal habe ich gesehen, dass Buffett hat Verkehr gekriegt. Dann war für ihn keine Chance mehr. Und dann es gab immer noch Lean, der ziemlich schnell war auf die Sektorzeit. Und dann hat er in der zweiten Sektor einen Fehler gemacht. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, die Super Pole ist möglich. Und dann, wenn ich ja Sechste geworden bin im Qualifying, habe ich sofort, es war richtig cool. Ich wollte springen überall, weil die Möglichkeit war immer noch da, dann auf Pole Position zu fahren. Buemi ist bereit, muss aber warten, bis das grüne Licht erscheint und dann kann er auf die Strecke. Und wir sind sowas von gespannt, ob er es noch einmal hinkriegt, so wie gestern. Erste Zwischenzeit, 23,5. 23,5, da war er jetzt schneller unterwegs als noch im Qualifying. Gesamtzeit 1:09.7. Das nächste, Robin Freins. Reicht das nicht? Er setzt sich vor Buemi und damit ist Buemi aus dem Rennen der Weltmeisterschaft draußen. Ja, ich war natürlich enttäuscht nach dem Qualifying. Ich bin eine gute Runde gefahren. Leider es hat ein Zehntel gefehlt. Man denkt immer nachher, ja, ein Zehntel, es war möglich. Kurve 1, Kurve 3, da hätte ich ein bisschen besser fahren können. Aber ich war zufrieden mit meiner Leistung, obwohl da die Möglichkeit nachher auf dem Titel waren nicht mehr möglich. Weltmeister kann Sebastian Buemi also nicht mehr werden. Aber Rang 2 liegt mit einem Spitzenplatz im letzten Rennen noch drin.
Ich wusste, Mitch Evans und Di Grassi waren meine zwei größten Gegner. Hinter dem Pollmann links ist Sebastian Buemi. Und der versucht gleich an Robin Freins vorbeizukommen. Sehr guter Start und er ist vor Freins. Hier der Angriffsversuch von Freins innen. Und das schafft er. Das geht hier aus. Ja, aber ganz gut gemacht von Freins. Das muss man neidlos anerkennen. Achtung, jetzt hat Buemi seinen Fanboost aktiviert und will an Sims vorbei, schafft es aber nicht. Sims, der hat sich gut verteidigt. Diese Saison ist ein bisschen verrückt, weil es ist offen geblieben bis zum Schluss. Aber ich wusste, die zwei waren unsere größten Gegner und ich könnte in meinem Spiegel sehen, dass wo die waren eigentlich, sechste, siebte, und ich habe immer ein bisschen gerechnet, ja, das ist genug, um Zweiter zu werden. Freins gewinnt vor Sims Buemi zum dritten Mal in Folge auf dem Podest. Erster Gratulant beim alten und neuen Weltmeister Jean-Éric Werm. Das hier also das WM-Klassement mit Jean-Éric Werm mit deutlichem Vorsprung vor Sebastian Buemi, der sich mit dem Endspurt in dieser Saison Platz 2 gesichert hat vor Lucas Di Grassi, Robin Freins. Ich bin so zufrieden schon, dass ich Zweiter geworden bin. Es ist für mich unglaublich. Vor 4 Rennen war ich noch 13. in der Meisterschaft. Ich habe so viele Probleme gehabt, so viel Pech, technische Defekt. Und auf einmal, es hat ein bisschen geklickt und ja, 4 Rennen auf dem Podest, 2 Pole Position und jetzt Zweiter in der Meisterschaft. Also ich könnte nicht wirklich mehr erwarten. Aber diese Saison waren wir richtig schnell unterwegs und mit ein bisschen weniger Probleme hätten wir wirklich in den Meisterschaft fahren können. Aber ja, so ist das ab und zu. Man kann nicht immer gewinnen. Aber heute war ein großer Tag und man muss auch zufrieden sein, wenn es so gut läuft.